Forza Italia, Ottavio Bottecchia, endlich ein Italiener. Der Maurer aus Friaul holt sich das gelbe Trikot auf der ersten Etappe und gibt es nicht mehr her. Der Sieger des Vorjahres, Henri Pellissier, und sein Bruder Fernand steigen aus der Tour aus, geben ein berühmtes Interview. Wir nehmen Kokain und anderes Zeug. Der Journalist Albert Londres nennt sie Sklaven der Landstraße. Frankreich stöhnt auf und der Italiener Bottecchia gewinnt die Tour. Ein Jahr später gelingt ihm das nochmal. Und zwei Jahre später liegt er tot im Straßengraben. Erschlagen als Mundräuber, wie ein Bauer zwei Jahrzehnte danach auf dem Sterbebett zugibt, weil er beim Training Weintrauben genascht hat. Ottavio Bottecchia hatte 1926 noch eine Radfabrik gegründet. Die Marke Bottecchia gibt es bis heute. So bleibt der erste Italiener in Gelb unvergessen.